Ein neues Weltraumspiel vom Diablo-Erfinder, Amoklaufdrohungen gegen Anita Sarkeesian und World of Warcraft nur noch mit weißer Hautfarbe. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und diese Hautfarbe nennt man übrigens Kellerkind Endstadium. Rebel Galaxy heißt das neue Spiel von Double Damage Games und da müsst ihr euch jetzt nicht schämen, wenn ihr mit den Begriffen nichts anfangen könnt. Womit ihr aber was anfangen können solltet, ist Eric Schäfer, das ist nämlich der Kopf hinter Rebel Galaxy und der hat sich damals mit seinem Bruder Max Schäfer schon Diablo 1 ausgedacht und später dann auch Torchlight. Zusammen mit seinem Runic-Kollegen Travis Baldry hat er jetzt eben dieses neue Studio aufgemacht und die machen jetzt Rebel Galaxy, was im Großen und Ganzen ein Weltraum-Action-Spiel ist, hat aber außerdem noch große Aspekte der Erkundung, des Handels und der Diplomatie. Hola, son of a... Außerdem ist der Kniff am Spiel, dass man eben keinen kleinen Raumjäger spielt, sondern einen großen Raumkreuzer, der dann eben auch von mehreren NPCs bevölkert wird. Man kann den dann irgendwie frei konfigurieren und Waffen dahin schrauben und erkundet dann zusammen mit seiner tollkühnen Crew ein zufallsgeneriertes Weltall. Spielen soll man das im Jahre 2015 können, dann soll Rebel Galaxy für PC und PlayStation 4 rauskommen. Neuer trauriger Höhepunkt in der Kontroverse um die YouTuberin Anita Sarkeesian. Jetzt hat nämlich irgendein armer Irrer gegenüber der Unileitung der Utah State Universität angedroht, wenn Anita Sarkeesian dort einen Vortrag hält, dann wird es ein Massaker geben. Anita Sarkeesian sollte heute am 15. Oktober dort sprechen über ihr Thema Feminismus in Videospielen. Und dieser Irre hat angedroht, wenn sie dort spricht, dann wird es einen Amoklauf, einen Massaker geben, das schlimmer ist als das Montreal-Massaker, was damals 1989 stattgefunden hat und dabei insgesamt 18 Menschen getötet worden sind. Wer die Drohungen abgeschickt hat, ist bisher noch völlig unklar. Trotzdem hat jetzt die Universität und Anita Sarkeesian reagiert und ihren Vortrag abgesagt. Die Universitätsleitung geht nicht davon aus, dass es sich um einen Studenten handelt, der diese Drohung ausgesondert hat. Trotzdem ermittelt jetzt das FBI. Bizarre Situation in World of Warcraft, da werden nämlich plötzlich alle Charaktere weiß, es gibt keine dunklen Hauttöne mehr. Darüber wundern sich jetzt auch diverse Spieler im offiziellen World of Warcraft Forum. Keine Sorge, das Ganze ist keine verquere Rassismuskampagne, die Blizzard hier fährt. Gegenüber der Webseite Kotaku.com haben sie nämlich schon erklärt, Leute, das Ganze ist nur ein Bug, da ist irgendein Fehler mit der Helligkeit und Beleuchtung der Charaktermodelle, weswegen die jetzt alle viel zu weiß aussehen und sie werden das in Kürze schon wieder repariert haben. Ein ähnliches Problem betrifft übrigens auch die Worgen, also auch deren neue Charaktermodelle sehen irgendwie komisch aus. Das sollte dann in einem Aufwasch repariert werden. Es gibt auch noch gute Nachrichten zu World of Warcraft, denn die Abonnenten steigen endlich mal wieder. Die Abonnentenzahl ist seit dem letzten Quartal von 6,8 auf 7,4 Millionen Abonnenten gestiegen, also fast 600.000 Spieler Zuwachs und dürfte noch weiter ansteigen, denn es kommt ja am 13. November die Erweiterung Warlords of Draenor und die wurde insgesamt 1,3 Millionen Mal vorbestellt. Must we give in return? Everything. Das war's für heute mit den News. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, weiterspielen.